Jeder von euch kennt sicherlich folgende Situation. Man ist unterwegs mit dem eigenen Smartphone und der Akku, der schmilzt so vor sich dahin und man hat einfach Probleme noch durch den Tag zu kommen. Und heute möchte ich euch zeigen, wie ihr das Ganze verhindern könnt, indem ihr einfach ein bisschen Akku spart. Da gibt es nämlich so einige Tipps und Tricks, die man da befolgen kann. Ich zeige euch das Ganze heute auf einem Android-Smartphone, aber die meisten Tipps, die werden halt auch genauso auf dem iPhone funktionieren. Da müsst ihr euch dann nur ein bisschen durch die Einstellungen klicken, um dann das Richtige zu finden. Und ja, zum Schluss gebe ich auch noch ein paar allgemeine Tipps und die gelten dann sowieso auch für das iPhone. Deswegen würde ich sagen, bleibt auf jeden Fall dran. Wir legen jetzt los. Auf geht's. Beginnen müssen wir natürlich mit den grundlegenden Einstellungsmöglichkeiten, die wir so auf dem Smartphone haben, um ein bisschen Saft zu sparen, sage ich mal. Und ja, die ein oder andere Möglichkeit kennt ihr da sicherlich auch schon, aber vielleicht ist da noch der ein oder andere hilfreiche Tipp dabei. Und zwar sind diese Einstellungsmöglichkeiten auf dem iPhone, aber auch auf dem Android-Smartphone sehr schnell zu erreichen. Denn wir müssen einfach nur die Statusleiste runterziehen und dort haben wir die Einstellungsmöglichkeiten schon gleich in so Shortcuts angezeigt, mit denen wir das dann ändern können. Dabei handelt es sich zum Beispiel um Bluetooth, GPS oder Wi-Fi. Das sind alles so Dinge, die man unbedingt ausschalten sollte, wenn man sie gerade nicht benötigt, denn sonst fressen sie einfach unnötig Strom im Hintergrund. Das heißt, sowas kann man da immer sehr gut ausschalten. Was noch viel wichtiger ist, ist die Bildschirmhelligkeit, denn der Bildschirm ist in unserem Smartphone das Bauteil, was mit Abstand am meisten Strom benötigt und somit können wir natürlich auch hier am meisten Strom sparen, indem wir halt die Helligkeit runterstellen. Außerdem ist sie noch wichtig, dass man die Bildschirmhelligkeitsautomatik, sage ich jetzt mal, ausschaltet, denn es gibt ja so einen Modus, der stellt dann immer die Bildschirmhelligkeit automatisch ein. Der ist meistens sogar noch viel zu hell und außerdem verbraucht er halt auch viel Strom, weil dann immer so ein Sensor an sein muss, der immer überprüft, ja, wie hell ist es jetzt, und dann regelt der immer das Display und das verbraucht natürlich auch Strom. Wenn wir da also richtig hardcore Strom sparen wollen, schalten wir den auch aus. Außerdem gibt es noch eine andere Möglichkeit, hardcore Strom zu sparen. Und zwar kann man den Vibrationsmotor ausschalten. Denn sonst, immer wenn man eine Nachricht bekommt und das Handy vibriert, muss ein kleiner Motor in dem Handy arbeiten, damit halt diese Vibration kommt. Das kann man halt auch noch ausstellen. Außerdem kann man sich natürlich hier bei den Einstellungen noch überlegen, ob man denn zum Beispiel LTE braucht. Die meisten Smartphones werden ja heute schon LTE haben und LTE verbraucht sehr viel Strom. Das heißt, man könnte auch einfach in die Einstellung gehen und sagen, hey, ich möchte gar nicht LTE benutzen gerade, ich möchte ein bisschen Akku sparen und jetzt reicht mir auch gerade 3G völlig, und dann kann man das hier einfach als bevorzugte Verbindungsmöglichkeit, sage ich jetzt mal, einstellen und auch noch mal ein bisschen Strom on top sparen. Wenn man sich jetzt versichert hat, dass alle Einstellungen auf dem eigenen Smartphone top optimiert sind, kann man sich einfach mal den Akkuverbrauch ein bisschen genauer anschauen. Dazu geht man in die Einstellung rein und kann hier unter Akku sehen, welche App denn wie viel Akku verbraucht. Das ist natürlich erstmal eine gute Sache, um sich so einen kleinen Überblick darüber zu machen, was denn viel Akku verbraucht und was wenig verbraucht und wo man vielleicht auch am meisten daran sparen kann. Hier sieht man natürlich erstmal, dass die Bildschirmhelligkeit am meisten frisst. Das heißt, am Bildschirm kann man natürlich am meisten Strom sparen. Aber manchmal hat man hier vielleicht auch den ein oder anderen Ausreißer drin. Ich hatte das zum Beispiel mal mit Facebook. Da hat Facebook besonders viel Akku bei mir verbraucht. Und dann kann man sich natürlich in solchen Fällen immer überlegen, brauche ich Facebook wirklich? Möchte ich das nicht vielleicht deinstallieren, um einfach ein bisschen Akku zu sparen? Oder manchmal kann man dann einfach auf Facebook einfach nur aktualisieren. Dann haben die das vielleicht schon angepasst. Und ja, deswegen ist es immer mal wichtig, hier reinzuschauen, ob man da irgendwelche Ausreißer hat. Und auch einfach mal, um so einen kleinen Überblick zu bekommen. Jetzt habe ich noch ein paar Tipps am Start, die besonders nützlich für die Android-Smartphones da draußen sind. Und zwar kann man einmal Hintergrundprozesse beschränken. Das bedeutet, dass man ja angibt, wie viele Apps im Hintergrund geöffnet sein können. Das ist allerdings eine relativ versteckte Möglichkeit, die wir erstmal freischalten müssen. Das können wir machen, indem wir in die Einstellungen gehen, runter auf über das Telefon. Und hier finden wir dann die Bildnummer. Und wenn wir auf diese 7-mal ganz schnell draufklicken, dann wird das versteckte Menü der Entwickleroptionen freigeschaltet. Und in diesem Menü können wir dann genau diese Einstellungen vornehmen. Und wenn wir dann jetzt zum Beispiel sagen, wir wollen nur 3 Hintergrundprozesse maximal erlauben, dann können auch nur 3 Apps im Hintergrund geöffnet sein, was natürlich sehr viel Prozessorleistung spart und letztendlich dann auch Akku spart. Das ist auf jeden Fall eine coole Sache. Außerdem, was man noch sagen sollte, es ist immer ganz nützlich, keine Live-Wallpaper zu nehmen, denn dadurch, wenn man Live-Wallpaper hat, benötigt das Ganze halt auch sehr viel mehr Prozessorleistung und das verbraucht natürlich auch wieder sehr viel Akku.
jetzt habe ich natürlich noch, wie versprochen, die allgemeinen Tipps für euch auf Lager. Und ja, erstmal hättet ihr euch ja vielleicht jetzt auch überlegen können, ja Julian, du laberst jetzt hier ganz viele coole Tipps, aber man kann auch sein Smartphone auch einfach ausschalten und damit dann einfach mal ein bisschen Strom sparen. Das ist natürlich richtig, aber das zählt nur teilweise. Da wollte ich nämlich nochmal mit euch drüber sprechen, denn es ist so, das lohnt sich nur, wenn ihr das Smartphone langfristig ausschaltet. Wenn ihr jetzt zum Beispiel sagt, ich gehe jetzt eine halbe Stunde in den Supermarkt, da brauche ich das Smartphone sowieso nicht, dann schalte ich das jetzt mal aus, dann lohnt sich das nämlich nicht, weil das Runterfahren und wieder Hochfahren des Smartphones sehr viel Strom benötigt. Das heißt, ihr verbraucht erstmal ordentlich Strom, bevor ihr überhaupt was sparen könnt. Und weil das Smartphone halt im Standby-Modus sowieso nicht so viel Strom verbraucht, bringt es dann eher weniger. Wenn ihr jetzt aber sagt, hey, ich kann es für 2 Stunden ausschalten, weil ich jetzt für sich Schule habe oder so, oder vielleicht auch mal für 3-4 Stunden, dann lohnt sich das schon viel eher und dann kann man dort auch ordentlich Akku sparen. Daran solltet ihr auf jeden Fall mal gedacht haben. Ein weiterer Tipp ist sehr, sehr wichtig, gerade im Sommer, wenn die Sonne so wie jetzt so richtig auf einen herunterscheint, dann wird das Smartphone schnell mal ziemlich heiß und das ist sehr, sehr schlecht für den Akku. Das passiert halt, wenn man das Smartphone in der direkten Sonne liegen hat oder vielleicht mal in der Hosentasche hat. Ich denke, das kennt jeder von euch. Und Hitze ist halt für Akkus besonders schlecht, weil unter heißen Temperaturen ein Akku sehr viel mehr Strom verliert. Deswegen sollten wir im Sommer versuchen, unser Smartphone immer schön kühl zu halten. Das schaffen wir, indem wir das Smartphone halt immer in den Schatten legen oder es in den Rucksack tun, da wo es halt kühl bleibt. Und so können wir dann halt ein bisschen Akku sparen und das Smartphone davor schützen, dass der Akku nur so dahin schmilzt. Mein Favorit unter den Akku-Tipps ist einfach, einen externen Akku mitzunehmen, mit dem man dann zwischendurch mal sein Smartphone aufladen kann. Ich weiß, es ist ein bisschen geschummelt, aber mir persönlich gefällt es einfach am besten, weil ich dann auf nichts verzichten muss. Ich muss mein Bildschirm nicht dunkler machen, ich muss keine Funktionen ausschalten und kann mein Smartphone halt auch uneingeschränkt nutzen. Und außerdem sind die Akkus halt wirklich sehr, sehr klein. Man kann sich die einfach in den Rucksack legen, das ist gar kein Problem. Und die modernen externen Akkus, die haben auch schon Quick-Charging an Bord, sodass man innerhalb von einer halben Stunde da wirklich ordentlich Prozente wieder zulegen kann. Ich kann euch da gerne mal meinen Favoriten von externen Akkus in die Beschreibung stellen, dann könnt ihr euch das mal anschauen. Das ist auf jeden Fall eine coole Sache, wenn man nicht so viele Kompromisse machen möchte. Das ist es auch von diesem Video. Ich hoffe, da waren ein paar hilfreiche Tipps und Tricks für euch dabei. Und ja, nächste Woche geht es direkt weiter. Deswegen hoffe ich, dass wir uns dann wiedersehen. Bis dahin, viel Spaß und tschüss.